Oh, Yoshi ist im Chat, schreibt, trust me, heute ist kein guter EFT-Tag. Yoshi, wenn bei dir kein guter Tag ist, schlecht bist, dann ist bei uns vielleicht ein richtig starker Tag. Ja, Sina, kannst du gerne ausreden? Was sollst du sagen? Das Gleiche. Achso. Gut. Oh Mann, ey, ich bin ja voll arm seit gestern. Ach. Gestern war kein guter EFT-Tag, so viel weiß ich. Ja, gestern war ein schlimmer EFT-Tag, das stimmt. Gestern war richtig schlimm. Sina? Ja, bitte? Kannst du heute, wie sonst auch immer natürlich, aber kannst du heute carryen? Ja. Das wäre richtig lieb. Ich kann nicht noch mehr Verlust vertragen. Ja, ich auch nicht. So, erstmal gucken. Was spiele ich denn? Was spiele ich? Oh, ich habe ein bisschen Equipment zurück bekommen. Heute werden wir Level 15. Also, oder ja. Matteo. Ja, das ist mein Ziel. Und es wäre geil, wenn wir irgendwie die Skier-Quests schaffen könnten, dass Skier Level 2 freigeschaltet wird. Aber das geht nicht, ne? Dann brauchen wir die Flash-Drives. Flash-Drives oder diese Pistol-Kills, aber... Nee, eher die Flash-Drives. Flash-Drives. Lass doch versuchen, ein bisschen Flash-Drives zu farmen. Dafür ist Customs okay. Interchange würde gehen. Ich brauche immer noch einen Scav-Kill auf Customs. Dann gehen wir auf Customs. Ja, lass Customs gehen, da kannst du den okay. machen. Matteo, was für eine Waffe spiele ich? Leon, ich habe keine Ahnung. Ich spiele eine SKS. Ich glaube, ich spiele mal eine, eine VSS. Kostet das Ding 20k. Oh, ich hab grad voll Bock auf EFT, ne? Irgendwie aus irgendeinem kranken Grund. Ich hab mir übrigens schon meine, ich bin Level 14, glaube ich, ganz knapp. Wetten können wir. Genau, Chat, ihr könnt wetten. Doch, 14, dachte 13. Ich hab ja dann noch zu Ende gespielt, bin Level 14. Ich brauche 20.000 XP, damit ich Level aufsteige. Da bin ich gerade drauf? Ne, bin ich nicht. Ich habe mir meine Waffen gemoddet zu Hause schon. Also die Presets gemacht, meine ich. Mhm. Und ich freue mich da voll drauf, dann endlich spielen zu können. Ab da wird dann EFT für mich geil. Gerade ist es so ein bisschen, also es ist jetzt schon geil, aber EFT wird eigentlich erst richtig geil, wenn man sich eine eigene Waffe bauen kann, die man richtig geil und die dann wegsterben kann. Ja, das ist aber egal. Das ist egal. Sondern man hat ja dann den Spielspaß durch die Waffe. Mhm. Ich glaube, deswegen hat Yoshi auch so viel Spaß an EFT. Warum? Weil er eine Waffe nach der anderen wegsterben kann. Ja. Und danach singt er dieses Lied, was vorhin gehört wurde. Kann ich eigentlich irgendeine andere Munition für die VSS kaufen? Also gibt es 9x39? Was? Also gibt es Munition irgendwo zu kaufen bei einem Dealer, nein, die in eine VSS passt? Nein. Nicht für dich. Nee, sieht echt nicht so aus. Hm, ist ja doof. Dann schieße ich die einfach leer und sterbe die weg. So wie immer. Back. Ich gehe mal in den Hideout. Okay, ich bin auf Flea Market. Ich will nicht Flea Marketen. Ich habe so wenig Geld, Mann. Gerade dann sollst du Flea Marketen. Nee, ich meine. Nur die wieder, ich kaufe. Ja. Okay. Ich würde sagen, ich bin bereit. Ja, ich komme auch. Ich auch. Custom 7, richtig? Muss der Painkiller, den man zum Craften von der Saliva nimmt, voll nein sein oder kannst du irgendeinen? 1 von 4 geht auch. Geil, das ist ja komplett OP. Yoshi würde mitspielen. Ich habe prinzipiell nichts dagegen, dass Yoshi gerne mal mitspielt, aber das Problem ist, da werden mir die anderen beiden, glaube ich, auch zustimmen, dass 3 schon hart an der Grenze ist bei EFT. Also ich hätte kein großes Problem damit. Nee? Entscheid du. Ich habe da kein Problem mit. Dann lass uns mal probieren. Weil ich finde, mit Sina war es gestern auch gut, weil wir so ruhig sind, weißt du? Ist nicht so wie mit dem Pietz, wo
38.000 okay. Callouts kommen. Dann probieren wir es einfach mal. Und wenn. Ich weiß ja nicht, wie Yoshi ist, aber ich denke, er ist ein ruhiger Typ, oder? Dann komm ruhig ins Discord, Yoshi. Ja, kann gerne mitspielen. Wenn du uns einmal teamkillst, Yoshi, ne? Ja, kann er ruhig machen. Das nee. Ist du musst hart sein, wie Michael. Bitte? Du kannst nicht immer so der liebe, nette Onkel nicht? Sein. Okay. Du musst auch mal der harte. Nicht? Okay. Auch mal der perverse Onkel sein, ne? Ja, ja. Paul, dir danke nochmal für 500 Beats. Und Xatas, danke für 5 Monate. So, ich nehme jetzt meine Munition mit. Nee, das ist Quatsch. Unload. Okay, mein Hideout ist gerade 10.000 km/h laut. Warum? Sag Bescheid, wenn du im Discord bist, Yoshi, dann zieh ich dich. Rufst du an? Ja, nee, komm auf unseren Discord ins Wartezimmer. Boah, ich hätte so gern einen Beta-Container, Leon. Beta? Ja, lass uns einfach den Epsilon holen. Was muss man dafür machen? Ripper Questline, bis Punisher. Ist Punisher? Noch ein Stück hin, oder? Ich glaube, Yoshi kann doch nicht mitspielen. Der schafft es nicht, den richtigen Discord zu finden. Seid ihr im Bonjour-Discord? Nee, wir sind im Rocket Beans-Discord. Komm da einfach hin. Ah, da ist er doch schon, oder? Einen wunderschönen guten Abend. Hallo. Hallo. So, Yoshi. Bin ich jetzt im Fernsehen? Ist das jetzt meine große Chance, mich in EFT zu beweisen? Das ist deine einzige Chance, sich in EFT zu beweisen. Das habe ich befürchtet. Der Druck entstehen die Diamanten. Da kann ich gut. Okay. Also ich warte die ganze Zeit in der Lobby. Ich warte auch die ganze Zeit in der Lobby. Das natürlich jetzt. Warten wir in der gleichen Lobby, weil ich sehe dich nicht. Ja. Warte, ich bin noch nicht in der Lobby. Okay. Warte ich jetzt ein. Aber warte mal, Yoshi, wie heißt du? Yoshi. Pferdekuh. Überraschung. Ich auch, ja. Pferdekuh. Level 18, ne? Ja, man ist ja wer. 18, krass. Ja. So. Momentan ist der Grind ziemlich am Start. Ist gut. Okay, wir sind in der 7. Die Quests geben halt krass viel XP, ne? Die Quests geben halt. Deswegen machen wir die extra nicht. Der Bein ist noch geboren, so Matteo. Ah, ich sehe es auch gerade. Wir sind in der 37, glaube ich, Yoshi. Für Customs. Ja, ich muss. Gib mir 2 Minuten. Wenn ich darauf vorbereitet. Wenn ich darauf vorbereite, dass ihr ja sagt, dass ich mitspielen darf, deswegen bin ich ganz ehrlich. Ja, gut. Ja, kann ich verstehen. Dann hole ich trinken. Moment. Muss mir, weil ich da natürlich gerade am Ende meines Streams wieder reingestorben bin, zweimal, muss ich mir kurz das Waffe bauen. Aber ich kann das jetzt. Es geht jetzt schneller als früher. Wie viel ist eine Lion-Figur wert auf dem Flea Market? Richtig viel. Ich glaube 350.000. Scheiße, weil die ist nämlich ein Trade-In für das Documents-Case. Ich liebe Eugel immer noch so ein bisschen mit dem Documents-Case, Leon. Weil, ich würde sagen, es lohnt sich nicht. Aber da kann man Schlüssel reinmachen, Geld und Keycards. Das ist schon geil. Kannst aber alles reinziehen. Zack, zack, zack. Also ich habe so eins und das ist praktisch, ja. Das ist echt super. Ich bin kein Fan von, aber wenn du das möchtest, Matteo, stehe ich dir nicht im Weg. Ich habe gerade 790.000 noch. Also ich bin broke as fuck. Du könntest dir für 300.000 eins kaufen. Ja, das ist die schlechteste Investition mit so wenig Geld. Aber wenn ich viel Geld habe... Leute, wir machen heute richtig viel Geld. Ich spüre das. Wir werden so richtig geil so abgelden heute. Sollte einen Rucksack mitnehmen, ist glaube ich eine gute Idee. Ja. Wenn du abgelden willst, auf jeden Fall. Was kosten die denn auf dem... Scuff Backpack? 14.000, geil, Mann. Die sind ja wenigstens noch günstig. Scheiße. Ich kann euch sonst auch einen mitbringen, wenn ihr wollt. Nee. Bitte nix mitbringen für mich. Okay. Und auch nicht mehr anbieten, weil das ist Teufelszeug. Ich will mir nie was geben lassen von dem anderen, weil dann geht das Spiel für mich kaputt, glaube ich. Okay, Entschuldigung. Bitte um Verzeihung. Ich gehe wieder raus, bevor ich drin war. Na Jungs, wir warten immer noch auf euch beide. Oh. Ja, ich muss noch Muzzle Break kaufen, habe ich's. Warte. Customs. Du hast doch 17 Waffen in deinem Inventar.
Davon ist aber keiner richtig fertig gemordet, das ist das Problem. es ist eine komplexe Geschichte mit mir in meinem Inventar momentan. Wir sind noch auf Annäherung. Matteo, du wirst doch wieder greedy und dann abgeschossen, träum nicht so viel. Ja, ich weiß. Boah, ich bin immer noch ein bisschen traurig wegen gestern, ne? Als ich den Boss da gekillt habe. Oh ja, das war, du hast alles gekillt beiden, und dann am Ende von den beiden Skeff-Playern. Ja, von den Skeff-Playern. Boah. EFT, geil, da bin ich doch wieder wach. Nice, Mann. Customs 16 Uhr, oder was war das? 7 Uhr. 7 Uhr morgens, okay. Mhm. Gerade einen Server, wo alle Scavs auf der Stelle gelaufen sind und man konnte sie nicht töten. Das ist immer so unbefriedigend, wenn die so freezen, man schießt rein und die fallen nicht um. Ja. Und das Problem ist, meistens ist es dann ein Problem deinerseits. Ach echt? Ja, und wenn du disconnectest dann meistens, reconnectest, läufst du in den Raid und bekommst dann irgendwann im Laufe des Raids einfach so 800 Schaden. Weil der Scav dich einfach die ganze Zeit abschießt. Ah. Und dann das nachgebuffert wird. Ach krass. 800, dann bist du einfach komplett RIP. Du bist einfach tot dann. Also du so. Okay. Ja, genau so war's. Das ist meistens ein Disconnect auf deiner Seite. Liebe geschrieben, ich bezweifle, dass Matteo heute Level 15 wird. Ich werde heute Level 15. Du meinst, das letzte ist, was ich mache. Haben wir eine Quest auf der Map hier? Flash Drives nur, ne? Ein Scav. Genau, so mal. Ja, Matteo, habt ihr die Quest gemacht, wo man in Customs das Zeug hier looten muss und dann nach Factory reinbringen muss? Ja. Haben wir schon gemacht, genau. Da haben wir sogar Triple Quest gemacht, glaube ich. Wir haben drei Quests gleichzeitig gemacht. Wir haben drei Quests gleichzeitig gemacht. Auf Customs die Water Quest, die Markier Quest. Und das Item aus der Check. Ah, Item aus der Check. Und das haben wir dann mitgebracht und sind in Factory und haben es First Try geplantet. Das war Profis, ja, das war heftig, ja. Kurz gehofft, dass ich mir die nämlich reinschießen kann. Aber wisst ihr, was geil ist, wenn wir zu viert sind? Wenn wir zu viert heute Factory reinqueuen, haben wir nur einen PMC-Gegner. Und komplett Factory gehört uns. Wir können alle Scavs killen, alles looten, alle Jacken, Tresor. Oder wir werden alle vier von dem PMC geholt. Nein, unmöglich. Er von den Scavs. Theo wirkt sehr entspannt. Liegt es an der Uhrzeit oder was? Ich hatte heute einen sehr entspannten Tag. Aber auch an der Uhrzeit, ja. Ich fahre gerade voll runter. Entspanne bei EFT immer sehr. Na, ich bin Gold 1 geworden. Bin ein bisschen enttäuscht, aber auf der Plusseite. Snoggy darf nie wieder EFT Valorant spielen. Der hat sich eben schon rausgeredet wieder, ne? Wie? Ja, das ist ein ehrenloser. Was hat er gesagt? Wie kann man sich herausreden? Er hat gemeint, das habe ich ja nur ironisch gemeint. Ja. Als ob ich das ernst meinte. Genau. Würde. War da ein Kappa dahinter? Nein. Scrax sagt, VIP oder RIP, dass du heute nicht Level 15 wirst. Warte, ich muss überlegen. Welches Level bist du, Matteo? 14. Ist am Anfang oder am Ende eher? Ganz am Anfang. Also 20.000 XP brauche ich. Du musst mindestens die perfekten Doms spawnen. Auf geht's nach Doms! Oh nee. Judo! Okay, Scrax, ich nehme das an. Okay, wer von euch glaubt, wir kommen hier zu viert lebend raus? Ich. Oh, Wette? Machen wir Wette? Machen wir eine Wette, natürlich. So, kannst du gar nicht, ne? Oh, Flashdrive. Der lädt bei mir richtig hart rum. Kein Flashdrive, weiter geht's. Gamps, ist zu laut, Matthias? Mein Gamp, wie laut ist der denn? Chat, wie viel braucht ihr? Sag mal eine Zahl. Okay, mein Server laggt ja wie die Sau. Ich habe RAM gefunden. Der liegt so hart. RAM gut? RAM ist okay, ja. Ich habe 0,0 Plan, wie ihr alle ausseht, ne? Wir sind die Einzigen, die jetzt erstmal hier in Dorms reingehen. Oh, ja. Scavs da drin, ne? Könnte ein Boss sein. Hä? Okay, mein Feuermodus umschalten. Ich bin jetzt drin, ne? Ich geh ins dritte rein, oben. Ist noch einer in der Büschen? Ist noch einer in den Büschen von uns? Ja. Oh, hier reden. Jetzt ist wirklich der Boss. Nein, als ob. Und die Decken. Hab einen. Okay. Ich bin hier noch an der Mauer. Ja, kommt rein, kommt alle rein. Ja, ich bin drin. Ich hab einen getötet. Super, auf der Karte. Ich hab zwei geholt. Ich darf hier Treppe hoch.
Okay, ich hab zwei Gold. Geh rein. Bist du hochgegangen, Yoshi? Machst du die Tür zu hinter uns, Sina? Ja. Jetzt wird jetzt schon zu stressig hier alles. Okay, also Yoshi ist oben, Matteo, damit du bist. Ich komm hoch. Ich bin jetzt dritte Etage gleich. Ja, alles gut, ich bin auch mit dritter. Okay. Ich gehe Richtung Mark Room, ich hab den Schlüssel noch mit. Ja, du bist hier unten bei mir, oder? Ja. Lass es mal hier oben zu checken, alle Ecken. Okay, Sina, komm mal zu mir an die Treppe. Hier bin ich, hallo. Ja, loot du mal den hier. Ich cover dich. Mhm. Okay, Matteo, ich mach mal kurz hier auf. Okay. Ja, ja. Also ich kann mich schon mal nicht hinlegen, na gut. DVD-Laufwerk, what the fuck? Da kann denn so ein Scheiß da drin spawnen? Ich dachte irgendwie auch, das wäre jetzt der Big Loot, das Sick Case, weißt du, aber... Ja. Ist nicht der Fall. Ja, aber da muss unten noch was sein, lass das, oder? Weil das waren ja zwei Guards, da muss der Boss hier drin sein. Der Boss muss hier unten noch sein. Und das zusammen jetzt erstmal unten klären, glaube ich, bevor wir durcheinander kommen. Wir sind an der Treppe gerade. Oh, Scarf kommt von der Seite rein, von dem Treppen. Okay, ja, hab's gesehen. Sina, bist du ready? Okay, komm mit mir, Sina, runter. Ich mach rechts, du machst links, okay? Okay. Wie? Hä? Okay. Ich weiß jetzt nicht. Ich komm die Treppe runter. Du machst links in den Gang, weißt du? Ich komm jetzt die Treppe auch runter. Okay. Okay, der Typ ist im letzten Raum hier unten. Oh, Sina, Boss Guards. Halt die weg! Hab ihn. Halt dich mal sonst. Ja, du da, ich weiß nicht, wer hat den. Ja, halt dich mal, ich hab sowas getroffen. Also ich wurde nicht getroffen, dann ist alles cool. Weiter vorne ist noch mehr. Noch einer down. Der Boss, müsste noch leben. Den ich gerade geholt hast. Boss down. Nice! Nice, stark. Jeder kriegt eine Leiche. Ey, Jungs, einen Recall. Benny hab ich getötet. Ich hab keinen getötet, aber ich loote einfach schon mal, ne? Ja. Das ist wichtig zum Matteo. Alles für die XP. Ich hab meinen schon, deswegen. Ich hab jetzt den Boss gelootet, der hat halt nicht viel außer die Waffe, aber das, ihr nehmt ihr euch. Ich bin ein bisschen höher im Level, das passt. Mhm, nice flex. Na. Letztes Mal die Keycard. Die nehmen wir mit. Die kannst du mitnehmen. Guck mal her. Ich bring Glück. Ich hab jetzt so viele Granaten, ey. Okay, wollen wir direkt extracten? Loot mal das Zeug, das extracten wird. Ja, lass direkt raus, zwei. Oder? Wir haben doch jetzt gut gelootet. Ja. Aber lootet die Guards wirklich voll, die haben krassen Loot, die haben super krassen Loot. Nehmt alle zwei Waffen mit und so ein Zeug. Wer liegt denn hier? Wer lootet denn hier die Leiche von jemand anders? Ja, musst du das sein? Ja, loot noch mit ein bisschen. Matteo, hör zu. Okay, ich hör zu. Ich liege zwei! Ah ne, ich liege noch Sina. Mit ein bisschen. Ach, Sina liegt hier? Ja! Ich dachte, das ist ein Toter! Okay, dann let's go. Ich muss kurz von da raus, wo wir reingekommen sind, ne? Ich würde an der Seite rausgehen, unten. Okay, das Haupteingang quasi. Genau. Oh. Wer rennt von euch? Okay. Ich komm runter. Okay, sind alle hier? Wir warten, bis alle da sind. Ja. Sina? Hallo hier, ich bin's, hallo. Gibt's noch Sina? Dann, ja. Matteo, nicht looten. Hört auf zu looten. Okay, hör auf zu looten. Ich loot gar nicht mehr. Okay, und raus. Und raus. Aber haben wir gerade Dorms einfach den Boss getötet? Und Mark? Nicht jinxen, Leute. Wir sind noch nicht raus. Entschuldigung. Okay, wir machen die Führerreihe. Okay, jeder hat einen Vordermann. Ich hab keinen Vordermann. Außer der Vordermann. Du bist sick, ne? Okay, Yoshi, du darfst auf alles schießen, was vor dir ist. Und wir dürfen auf alles schießen, was vor Yoshi ist. Ich hab auf mich. Also wird jetzt Crossroads einfach laufen. Ich weiß nicht, wie euer Plan wäre. Mhm. Ja, Crossroads oder halt, wenn. Ist Smugglerboat offen? Ist das so ein Dings? Können wir gucken. Ja, ist das ein Ding jetzt. Das Ding ist, wollt ihr was verkaufen, dann dürfen wir nämlich nicht vor 4 Minuten raus. Wir müssen 10 Minuten dran sein, das Run-Through, da wie das dann so lass heißt. Lass doch ein bisschen noch looten bei... Big Red? Nicht Big Red, bei den... Ja, so da und in der Richtung halt so. Oh, links läuft einer. The Construction. Oh ja, ich sehe. Okay, Smugglers Board ist nicht ab. Ich komme wieder hochgelaufen. Vom Smugglers Board. Ich sehe den nicht, bei Construction. Ja. Schießt. Oh, der ist am Window. Ah, lass da mal nicht peeken, ich seh den nicht. Nee, lass runtergehen. Lass alle runtergehen, beschlossen. Smuggler am Boden? Ja. Smuggler ist nicht ab. Okay, wir gehen rüber über die Brücke unten. Da könnt ihr jetzt aber rüber pushen, ne? Deswegen gehen wir rüber. Oben links läuft was. Der kommt, oder? Ja. Der kommt ganz links. Ganz links, ganz aber links. Oder geht der? Ich glaub, links mit dem Stein. Ich bin links. Okay, der ist down. Ich bin down. Noch einer oben bei mir. Ist einer noch einer. Mir? Bin fast tot. Ich sehe nichts.
Der hat mich. Oh, bitte, ey. Beide Rippen, ne? Ja. Ja, bei mir war es Lag. Also mir der auch, der ist einfach geleckt und war tot. Der hat bei mir geschossen, dann bin ich gerannt, dann bin ich so ganz komisch Lag gestorben. Kasina, ich bin oben an der Straße. Ja, er läuft wieder hoch, er läuft wieder ganz hoch. Er ist ganz oben. Ganz, ganz oben gelaufen. Ich bin mega low. Muss zurücklaufen. Was für eine Scheiße. Er läuft über die. Er läuft zum Fluss. Ich muss mich hier im Heilen sehen. Ganz unten. Lebst du noch? Ja, ne? Wo bist du denn? Ja. Ich bin unten im Wasser. Okay. Ich bin ganz oben links in der Ecke quasi im Zaun. Okay. Ist sind immer noch da? Oh, aua. Bist du am Stein, ja, ne? Du bist am Stein. Ich, ja, ich bin am Stein, ja. Ja. Oh, er hat mich doch nicht getroffen. Hm? Geradeaus, immer noch geradeaus. Ich laufe von unten rechts lang. Er läuft von oben auf mich. Ich komme zurück. Er umläuft mich komplett. Es ist halt auch echt ein... Hab ihn, er ist tot. Nice. Nice. Aber ist noch einer, noch einer. Ja, ich bin mega low, ich muss mich zurückziehen. Ich komme zu dir am Stein gelaufen, nicht erschrecken. Ja. Der ist da oben. Ich habe ihn getötet. Weiter so, Sina. Hier steckt so eine Waffe im Stein, die irritiert mich sehr. Okay, ich habe alle meine Magazine aus Versehen weggeworfen, weil ich gerannt bin nach dem Nachladen. Das ist so echt semi-gut. Aber ich habe noch ein bisschen Muni, das kriegen wir hin. Okay, Sinas, die Frage ist... Hat er sich jetzt verpisst? Nee, ich glaube, das ist niemand, der sich verpisst, der Typ. Der ist auf Krawall aus. Es könnte sein, dass er ganz oben an der Straße noch läuft. Ja. Du bist links von mir, ne? Ja, genau. Ich versuche den Typen schnell zu looten. Okay. Eine Waffe zu bekommen. Ich versuche dich zu beschützen. Die ist auch alles leer, das Zeug hier. Was haben die denn für Scheißwaffen? Ist ja unglaublich. Soll ich mich mal kurz verstecken und meinen Screensharen lernen? Ich hab was gehört oben. Oben an der Straße, Straße oben. Nee, passt schon. Spiel es einfach zu Ende. Der kommt links lang. Oben, ganz oben, immer noch. Jo. Was war nochmal die Tastenkürzel für Munition? Alt-T. Almost empty. Das ist doch beruhigend. Ein Schuss reicht den Kopf. Ich hab nachgeladen. Easy. Immer noch ganz oben. Hab ihn. Hast du ihn? Nice. Let's go. Alter, mein Puls. Schön. Okay, dann loot das wichtigste Zeug irgendwie, Sina, und dann lass schnell weiter, weil ich habe keine Muni. Ja. Okay. Ist das so, wenn man läuft und dann nachher die Magazine droppt? Oder ist es nur Einbildung? Nee, wenn du nur schnell nachlädst, oder? Wie lädt man denn schnell nach? Mit Doppel-R? Doppel-R, ja. Achso, ja, ich panic das, glaube ich, immer und drücke immer Doppel-R. Würde ich auch direkt anbinden. Ja. Das habe ich auch anbindet, weil ich es immer gemacht habe. Ich meine, deswegen und dem anderen lädst du insgesamt. Ich glaube. Lädst insgesamt schneller nach, wenn du es anbindest, weil dann nicht mehr auf den zweiten R-Press wartet. Ah, okay. Weil so wartet das Spiel irgendwie eine halbe Sekunde darauf, dass du ein zweites Mal R drückst. Okay. Oh, Junge, ist das da einfach der Matteo Dogtag? Den verkaufe ich auf eBay. Ja, also ich hast du das Zeug in Schuhe, weil dann nehme ich es und werf's irgendwo hin. Ah, ja, kannst du einfach liegen. Lass es einfach liegen, ne? Ja, lass auch mal liegen, lass einfach liegen, musst nicht verstecken. Nimmst du dein Heal-Zeug mit? Ich glaube, Heal-Zeug ist nie in Schuhe, ne? Nee, nimm Heal-Zeug alles mit. Dann lass ich alles andere in dir liegen hier. Ich loot okay, wieder Sina, im Stehen wie ein Profi. Ich liege hier noch bei dem anderen Typen hier vorne. Es dürften, to be honest, nicht mehr allzu viele PMCs auf der Map sein.
Also sag niemals nie, es reicht einer. Aber Leon, sind bei dir auch beide Waffen in Schuld? Die AK glaube ich nicht, ne? Ne, die habe ich gefunden von den Scavs. Dann nehme ich die mit, wenn das in Ordnung ist. Nee. Ich möchte, dass du die da liegen lässt und den Scavs überlässt. Oh, du siehst du, wie höflich ich bin? Du sagst ja manchmal so ein Asi. Hast du den ganz oben, hast du den ganz oben gelootet? Hier schießt was? Oh nee, jetzt nicht bitte, nee. Okay, lass mal kurz am Stein wieder treffen, dass wir wissen, wo wir beide sind. Ja, ich bin am Stein, hallo. Ich komme auch. Hat er aber nicht auf uns geschossen, ziemlich sicher. Bin ich sicher. Ich lag auf dem Boden und wenn er auf mich geschossen hat, dann ist er echt kacke. Erstens, ich glaube, ich habe das meiste zum Looten. Das Krasse ist, ich bin einfach gar nicht verletzt. Gar nicht. Freut mich ja für dich. Ich war zwischen mir dreimal scheintot. Und Matteo sind ganz tot. Aber es freut mich. Sie hat mehr als einen Schutzengel. Ja. Sie hat einfach deinen auch noch. So. Alter, dieses Gewitter. Ja. Warte mal, wen loote ich hier gerade? Also nicht bestimmt einen der Gegner, kein Plan. Ah, ist glaube ich Leon. Ne, Leon ist der hier, der irgendwie liegt. Da, wo du mit unten am Wasser irgendwie so ein bisschen näher dran musst, ist Matteo, der mit der Faust ist. Ah, okay, ja gut. Dann aber lass die Waffen am besten liegen, dann ja. Sie wieder. Ja, hast gut, du gehört? Ich glaube, aber es ist weit weg. Ich glaube, wir haben das Wichtigste, lass mal bitte weiter. Das würden wir am liebsten. Wo gehen wir hin? Wo bist über du? Die Makeshift Bridge hier unten. Ja, ich bin das unten in der Makeshift Bridge. Okay. Die Schüsse kommen auch langsam näher. Und ich habe halt wieder keine Muni mehr, weil ich alle meine Magazine verteilt über das Schlachtfeld da liegen. Müssen wir noch weit? Nee, ist nicht mehr mega weit. Das muss so 30 Sekunden laufen gleich. Dann auf die Straße runter haben wir's. Ich muss kurz mal verschnaufen. Jojo, machen wir. Oh, das war ziemlich nah. Das war nah, ne? Ja, lauf mal nicht. Nicht laufen, oh Gott. Nee, hört uns okay. Immer einfach so gehen. Nicht, also einfach nicht sprinten, das meine ich. Laufen okay. Können wir aber nicht sprinten. Ich guck hinter uns, guck mal vor uns. Wir müssen nur quasi die Straße runter und vorne am Ende, da müssen wir dann raus. Ah ja, okay. Okay, lass mal jetzt schnell laufen, wenn die jetzt schießen. Naja, wenn die jetzt halt auf gegeneinander irgendwie ballern, dann können wir los. Ja, Kurio, das habe ich gerade eben gemacht, aber danke für den Tipp. Eben. Also ich bin noch nicht auf. Ich muss sogar noch nach. Wie ist bei euch die Situation? Einmal so eine grobe Overview. Sie und mir? Wir sind raus gleich. Nice. Wir sind 5 Meter vom Extraction Point, also wenn jetzt hier keiner mehr campt. Oh, jetzt weiß ich nicht. War es gerade ein Alarm? Ich hab irgendwas gehört. Ja, das war meine Uhr. Nicht. Yay! Warum ist überhaupt auf diesem Dach niemand? Achso, ihr spielt eine eigene Runde. Ich würde mich interessieren, wie viel ich getötet habe. Warum? Jetzt mal sagen, als ob ich hier, als ob ich 10 Minuten warte. Mann, ey, jedes Mal ist auf dem Dach da irgendjemand. Ich verstehe es nicht. Okay, ich habe 1000 XP, holy shit. Ich habe tatsächlich nur einen User getötet. Wie viel habt ihr beide geholt? Und warum habe ich den Dropkick von dem? Gar keinen getötet. Ich habe 3 Skeps getötet. Ja, dann haben wir 3 USAGs. Ich habe 3 USAGs, also wir haben 4 insgesamt. Nice. Ja, sehr gut. Ich bin nicht verletzt. Der konnte nicht so gut schießen. Jedes Mal guckst du nicht hin. Ja, ich werde niemals hingucken. Das ist meine Lernkurve nämlich. Ich bin bereit. Ich habe mich jetzt immer weiter gedowngradet. Ich habe jetzt nur eine Pistole. Soll ich irgendwie noch Screenshare oder sowas? Stream eben noch anmachen oder sowas, Leon? Falls ihr sterbt oder sowas? Oder ist das egal? Das geht, glaube ich. Nee, ist egal, passt schon. Okay. Stimmt, wir können es eigentlich echt so machen, wenn die beiden sterben. Wenn wir beide sterben, dass wir scaffen einfach. Ja. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt sterbe und du auch, dann scaff ich einfach. Ja. Ja. Okay, ich gehe jetzt mit einer SKS rein. Ich gehe mit einer 5-7 rein. Oha, der eine hatte 25.000 Rubel dabei. Nice. Der war reich. So wie du im Chat. Zwei Austern, weil ihr zwei seid ja gestorben. Was war die Wette?
Dass wir alle vier überleben, war doch die Frage, oder? War das? Aber auch tatsächlich, ja. Okay, dann zwei. Leon, wie weit, oder Matthias, wie weit habt ihr vor dem Wipe gespielt? Wart ihr da richtig weit und gut, oder? Also. Nee, ich war weder weit noch gut. Leon war weit und gut, würde ich sagen. Ich glaube, ich war Level 43. Ja, Leon war schon. Ich war, glaube ich, so um die 20 rum. Oder? Ich habe halt jetzt zwei Medcases schon. Ich weiß nicht, irgendwie reichen die immer noch nicht. Muss ich noch, noch mehr kaufen? Irgendwann hast du eigentlich nur noch Cases im Inventar. Ja, genau. Das hoffe ich. Zwei Medcases und die reichen nicht. Ich sag mal, sie sind halt voll irgendwie. Ist halt auch ein Mörder. Was du dazu sagen? Ein bisschen, ja. Ich kann mich echt schlecht von Sachen trennen in EFT. Okay, ich verkaufe jetzt mal nichts. Na, warte, wir können gleich weitermachen direkt. Habt ihr denn irgendwer seine Quest fertig bekommen? Er braucht doch noch Scav-Kills eben, meinte er, glaube ich. Sina, ich weiß nicht, ja, ich, aber ich habe leider keinen Scav, sondern hast einen Spieler geholt, ne? Getötet. Naja. Muss ich zurückhalten auf die Scavs. Oh, ich habe eine Prepper-Quest, Matteo. Hast du die auch? Ja. Find something valuable in Dorm Room 203? Ja. Das heißt, wir haben doch eine Quest für Customs. Nee. Die habe ich nicht, weil ich hier erst ab Level 15 bekomme. Nee, ab Loyalty, also ab Level 2. Okay. Also noch ein Level, dann habe ich die aber. Okay. Okay, sag bestimmt, wenn ihr ready seid. Ja, sieh ganz kurz, ich bei mich. Ich bin so arm, ich kann. Das Spiel lässt mich nicht mehr versichern. Muss bald Hatchling haben. 500k. Mhm. Ich hab 600k. Wie, insgesamt? Noch. Ja. Ich bin super. Sina, was hast du? Oha. Also, ich glaube, mein Spiel ist abgestürzt. Ich hatte einen Error beim Verkaufen, jetzt geht hier halt gar nichts mehr. Ich starte mal schnell neu. Und es macht irgendwie. Nur Ärger. Oh, hab ich auch. Backend Error. Ja, sind die Server down oder sowas? Oder? Nee. Ich aber dir geht's ja noch. Nee, aber Matteo geht's ja noch. Werde ich wieder drin, bin ich ready. Wollen wir wieder Customs spielen oder? Ja, ich will die Quest von Sina nach, oder? Okay, aber diesmal habe ich keine gute Waffe. Also Dorms, wenn wir einen guten Spawn haben, schnell rein, raus, könnten wir probieren, aber ansonsten... Wie eben. Ja. Mhm. Ich versichere den Scheiß nicht. Ich will das nicht haben. Da. So. Invite is a Rouse. Alle vier rauskommen, ist aber auch sehr unwahrscheinlich. Ja, wir sollten machen, wenn zwei rauskommen, gilt es als gut. Oder? Hm? Wenn zwei rauskommen, gilt es als gut. Alle vier ist schon. Wie viel Prozent hat die Runde gerade von Level 15 gegeben? Ich glaube gar nichts. Ich habe, glaube ich, nur so 400 XP bekommen oder so. Was sagt ihr zum gestrigen Schleichwehrbums-Urteil? Was war das für ein Urteil? Okay, um 11 Uhr Moskauer Time. Okay, das aber ist zum 8 bei uns? 7? Nee, Moskau ist nur so 1-2 Stunden vor uns. Okay. Das heißt, bei uns sind so, keine Ahnung, 10, 8. Nee, doch, 8 könnte sein, nee. Ja, vielleicht eher so 9 oder 10. Komm mal. Ah ne, Mono. Nicht jetzt alle vier, sondern zwei. Weil sonst... Oder lassen wir die Wette nochmal so laufen, von mir aus, mit allen vier, aber danach zwei, weil sonst ist es zu krass. Alle vier.
Ja, das war relativ unwahrscheinlich, ne? Ja, also, ja. Also die Wahrscheinlichkeit, dass einer stirbt, ist schon höher bei 4 Leuten als bei... Oh, nice. Danke, Mono. Warten wir immer noch auf Yoshi? Mhm. Ja, man schießt einmal abgestört, das ist das Problem. Es tut mir leid, dadurch hat alles ein bisschen länger gedauert. Ich hätte den Loot noch von eben verstauen müssen. Ich bin jetzt fertig tatsächlich. Okay. Was hatten wir jetzt für eine Time? 10:50. Klasse um 10. 10:50. Immer tags. Na gut, das macht Sinn tatsächlich. Frau Hummels hat Schleichwerbung gemacht. Okay, aber was kam da jetzt bei raus? Krass, in einem Mord ist die LAN. Ja, sogar. Ja, ziemlich genau einen Monat, oder? Ein Monat und 5 Tage. 12 Stunden etwa. Okay, krass. Ah, da steht's ja. Ich finde euch irgendwie nicht. Vielleicht jetzt ein Dummer. Du musst ein bisschen länger drin bleiben, weil wir sind schon in der Gruppe. Oh. Musst du was dann dauert, dann länger oder wie? Okay. Hm. Frau Hummels, Spielerfrau, Insta-Model, keine Ahnung was, hat in zweiter Instanz Recht bekommen, dass sie keine Schleichwerbung gemacht hat. Okay, aber da müssen wir den genauen Fall jetzt mal sehen. Für was hat sie Werbung gemacht? Wie? Wie kann Leon 2 Level vor Mental liegen, wenn die immer zusammen gespielt haben? Naja, weil Leon mehr killt und immer überlebt, dann kriegt man mehr XP. Und Leon hat auch ein paar Mal alleine gespielt, ich aber auch. Ich habe halt am Freitag beim 12 Dings da, als wir den Dropstream gemacht haben, habe ich auch mit Sina ein paar Mal alleine gespielt, nachdem ich schon nach Hause gegangen bin. Genau. Ja. Obwohl sie eindeutig Sachen beworben hat, hat sie trotzdem gewonnen. Lol. Hä? Ja, ging es wahrscheinlich darum, ob es Schleichwerbung war. Mhm. Und also wer. Ja, ob es halt. Okay. Müsste man das Urteil zu lesen? So tagesaktuell, dass es niemanden interessiert. True. Ich finde es auch schon leicht interessant. Das machen ja ganz viele immer, ganz viele Instagrammer, so Werbung für und manchmal nicht markierte Werbung. Mach ich auch immer. Ich habe auch ständig Probleme mit meinen 20 Followern. Ich mache für Hämorrhoidensalbe und... Die läuft bestimmt gut. Und Impotenzmittel. Okay. Tut mir leid. Für dich. Mein Beileid. Es regnet schon wieder, ne? Jo. Yoshi, wir haben vorhin im Stream noch mal deinen Clip anhören dürfen. Ja, es wurde mir berichtet. Es ist so unangenehm, ne? Eigentlich hätte ich es gerne auf dem Soundboard. Das befürchte ich. Da muss ich mir deinen Schrei von Visage, was war das für ein Game? Ich weiß gar nicht, was das für ein Horror-Game das war, noch mal. Nee, dieses komische Hacker-Game. Welcome to the game. Ja, muss ich mir auch noch mal irgendwo hinlegen, glaube ich. Ja. Sag, Matteo, hast du keine Body-Armor an? Oh, sag ich nicht. Ich halte mal von dir weg, Matteo. Sag ich nicht. Ich muss jetzt hier mit dem richtigen Low-Shit reingehen, weil ich kann nicht genau... Ich wollte dich auch nicht judgen, es tut mir leid, wirklich. Also. Ich habe übrigens auch keine. Ja, gut, Jungs, da gehe ich anscheinend vor. Ich glaube, ich habe auch keine. War alles looten, alles leer. Ja, ich guck noch mal, ob ich eine habe. Wir sind nur die Heuschrecken hinter euch. Ja. Saugen alles auf. Loot. Wie so ein Schwamm. Darf ich mitwetten, obwohl ich wette schon zu, ne? Ah, bist du.
Du darfst aber nur auf eins wetten. So. Also Leistung zwei Team-Game zählt nicht. Nee. Letztes Game ist ohne Kopfhörer. Die hab ich übrigens auch nicht. Welche Wette, welche Waffe ist besser? AKM VPO oder AKS 74N? Ich glaube das zweite. Ich glaube das zweite. Okay. Die AKM VPO ist ziemlich rotz, oder? Im Endeffekt kommt der Schaden ja hauptsächlich eh von. Ammonie, ja. Ammonie, genau. Das muss ich auch das nicht sagen. Ich hab PS-Muni gerade. Komplett solide. Habt ihr gerade die Schüsse gehört? Die waren auf unserer Seite, oder? Mhm. Hey, sag mal, wer läuft denn da rum ohne irgendwas? Das ist, glaube ich, Matteo. Oh mein Gott! Mit? Mann, ich wollte jetzt erst hier. Ich hab den Flash Drive. Oh mein Gott! Ich hab einen Flash Drive gefunden und wir sterben! Also ich bin auch tot. Ich habe eine 5er Armor angehabt. Was ist denn passiert? Bist du auch tot? Ja. Ich weiß auch nicht, ganz ehrlich, weiß ich nicht, wie ich gestorben bin, weil er hat nicht auf mich geschossen, als ich gestorben bin. Ich bin einfach umgekippt. Hat der euch alle getötet? Ja, er hat mir 6 Dinge. Angeblich in den Kopf, aber ich habe noch nicht mal einen Schuss gehört. Gut, dann haben wir wohl vielleicht gerade umgehackt. Möglicherweise. Ich hatte ganz normal, wir standen einfach. Also ich stand dumm einfach am. Ich stand hinter dem Auto und bin trotzdem einfach umgekippt. Okay. Also der hat uns dir alle vier hintereinander innerhalb von 5 Sekunden geholt, Matteo. Das ist ein ganz komischer Spraydown gewesen. Ich weiß nicht, was ein EFT so kann. Also bestimmt, aber das ist so. Naja. Das war sehr, sehr, sehr merkwürdig. Ja gut, der hat jetzt meine 5-7. Der hat meinen Flash Drive. Ihr habt Sorgen, der hat meine 5er Ammo. Wisst ihr, mit welcher Ammo der uns gekillt hat? Mit M855. Das ist das richtig beschissene Ammo. Wir hatten ja uns alle umgedrückt mit der. Und der, ich hab nicht mal. Das war kein Headshot bei mir. Bei mir auch. Bei mir war es Thorax. Ja. Bei mir war auch Thorax. Bei mir dann war es wirklich für mich ein Hack. Aber man hackt man dann nicht auf den Kopf? Also sind die Hacks nicht meist auf dem Kopf so eher dann? Keine Ahnung. Also für ihn hat es gerade, also gerade hat es gereicht zumindest. Ja gut, ich hab's gemerkt. Ja, naja. Okay. Oh Mann, da sehe ich, ey, das ist glaube ich das erste Mal, dass ich einen Flash Drive in so einem PC sehe. War schön, oder? Ja, war schön. Hätte ich den jetzt auch in meinen Alpha schieben können? Nee, dann wäre der nicht mehr vorne Raid gewesen, ne? Doch. Hätte aber gereicht für die Quest, das ist egal. Wenn du den in deinen Alpha machst und du stirbst, verliert er das Founded Raid. Wirklich? Ja, das habe ich gerade eben gehabt schon. Oh. Ist dir 100% sicher, Matteo? Ja, sehr, sehr sicher, weil ich es gerade eben schon gemacht habe mit den Items, die ich in der Runde davor hatte. Also zu 32% bin ich mir sicher, also sehr sicher. Dann will ich da nicht widersprechen. Ja, dann ab in die nächste Runde. Die Frage ist, welche Waffe kaufe ich mir jetzt? Leon, lass schön mit Dings. Hm? SKS, die Billig-SKS rumballern. Ich hole mir die OP-SKS. Ist die Mosi nicht auch eine vollstarke Waffe, Leon? Ja. Und dann nehmen wir alle eine SKS? Weil wir ich hab eine Hunter halt noch. Ach, ich spiel die Hunter weg, scheiße. Mosi ist mir zu teuer. Kostet die so viel? 30, 40k. Na gut, okay, das ist schon eine Ansage. Fühlt sich irgendwie relativ unbefriedigend an jetzt gerade die Runde. Ja. So geht's mir seit gestern Abend. Ja, irgendwie, ich habe auch nur noch so Shit-Runden. Also Yoshi, die Runde eben war doch gut. Wir haben das gut gemacht. Das habt ihr, ja. Ja, habt ihr gut gemacht, ja. Okay, diese Runde überleben wir. Ah, safe. Das war gerade wirklich komisch. Wir sind so schnell ineinander gestorben, als wenn er uns alle nacheinander geholt hätte. Aber es war irgendwie. Ich habe mir sogar eine Armor diese Runde. So weit gehe ich. Treib's jetzt bitte nicht. Ich geh all out. Okay, ich bin bereit. Seid immer so schnell.
Ja, du sortierst ja auch immer noch. Ein SKS anziehen, das war's. So, ich überlege. Ich hole nicht mal einen Helm. Oder doch, ich hole Kopfhörer. Kopfhörer hole ich mir. Kopfhörer. Ich habe Kopfhörer, Weste und Waffe. Ja, komm. Kopfhörer. Weste hole ich mir nicht mehr. Ich hole mir einen Scuff-Rucksack. Ich will looten, Mann. Okay, looten, Mann. Okay. Ich warte ab jetzt in der Lobby. Was mich wundert, es ist original nichts von meiner Versicherung zurückbekommen von gestern. Also wirklich nichts. Bei mir kam eine Weste und eine... Was kam gerade zurück? Ich hab's vergessen. Ich kaufe immer was im Markt. Das macht das richtige Geräusch, aber es... Kommt nicht in mein Inventar. Hast du vielleicht wieder so ein Backend-Error? Wirklich aufgeploppt? Zurück. Das Main-Menu. Ja, ich glaube. Ich kaufe Magazine. Hä? Die sahen nicht aus wie Magazine. Das waren... Aber ihr habt recht, ich kaufe die ganze Zeit fucking Magazine. Fuck. Mann. Oh. Hab ich für 30.000 Rubel Magazine gekauft. Ey, auch noch die beschissenen Fünfer. Oh Mann, ey. Das Spiel will mich brechen, ey. Aber ich, nein. Nein, DFT, ich nicht lasse mit das uns. Nicht zu. Ich lasse das nicht zu. Oh, Mist. Habe ich falsch gemacht, ne? Habe ich falsch gemacht, ne? Ja. Habe ich falsch gemacht, ne? Du hast es gemutet, Matteo. Was habe ich gemutet? Hast du uns gerade im Discord gemutet? Nee, ich habe gar nichts gedrückt, Leon. Okay, es gibt irgendeinen Hotkey, mit dem ich mich anscheinend muten kann. Ihr habt relativ lange nichts gesagt, ihr beiden, also Matteo und du. Ja. Okay. Wir wurden hab's mal weggemacht von Leon. Das war falsch schon gemacht, okay. Leon, ne? Ich bin schon gewundert, dass es ruhig ist. Okay, ich habe jetzt euch beide eingeladen. Wir müssen auf Matteo warten, der hat gerade 30.000 Rubel in Magazine investiert. Ja. Den ich kaufen wollte. Ich nutze aber auch alle. Wie, wofür? Ja, für meine Hunter. Was machst du da, Matteo? Ja, ich hab auf Scuff Backpacks gedrückt und gekauft. Die wurden auch angezeigt, aber es waren Magazine. Und ich habe die alle gekauft. Keine Ahnung, was da los ist. Okay, ich komme aber jetzt. Oh. Ah, nice. Nicht ganz geheilt. Ich komme ja, Heal, Schmiel. Hast du überhaupt Heal dabei? Ja, in meinem Secure natürlich. Ich mache ich bin der Ultra. Ich bin der lowest low Bob ever. Das ist wie als wenn ich Level 1 spielen würde. Sei so hart zu dir. Na gut. Hey, er darf das. Wir sollten nicht so hart mit ihm sein. Ich versichere gar nichts. Die Hunter, Junge. Nein, man scheiß auf die Hunter. Das. Matteo, aber so, wenn du jetzt Sachen verlierst, dann verlierst du sie ja wirklich. Die sollen weg. Ich will das nicht mehr. Ich will Level 15. Matteo, das ist ein Problem. Wir müssen darüber reden. Es ist wie so, als würde Level 15, als hätte ich dann durchgespielt. So. Aber nee, dafür nicht. Nee, da geht EFT erst richtig los. Genau, da geht EFT eigentlich erst richtig los. Da kriegt man Rackman, ein Level weiter freigeschaltet, kann sich Armor normal kaufen bei dem. Skier könnte man Level 2 bekommen und Prapper Level 2. Und damit kann man sich richtig geile Waffen modden. Und das dachte ich auch, ne? Die Realität gehittet. Wie, warum? Also richtig, der Wahnsinn ist es immer noch nicht mit 15. Oder ich stelle mich zu blöd an, was tatsächlich eigentlich eher wahrscheinlich ist, muss ich Welche sagen. Waffen hast du dir gemoddet? Also hauptsächlich irgendwie so AKM und so ein Zeug versucht. Das ist halt... Aber selbst, ich habe 2 Presets. Echt? Okay. Also auch mit Level 2 Prepper, Rackman Sachen und so weiter? Genau, nur mit Dealer Sachen, also nur mit Trader Sachen. Nichts aus dem Flea Market. Sharest du die auf deinem OnlyFans oder sowas? Ja,
Also ich lieg dann so auf dem Bett, komplett nackt und nur die AK verdeckt die wichtigen Parts. Part, ja. Okay. Ja, gut, dann. Das hätte ich auch gerne. Nee, das ist nicht unser ehemaliger Bonjour Yoshi. Ich weiß leider nicht, wer das ist, aber ich bin das leider nicht. Wir hatten auch mal einen Yoshi. Achso. Bestimmt ein cooler Typ gewesen, bei dem Namen. Der war auf jeden Fall gut im Videospielen. Der war krass, ja. Ja. So, nicht so wie du, Yoshi. Hör doch mal auf. Ich dachte, dass wir unsere Freundschaft ein bisschen aufgearbeitet haben im Moment, als wir um den Stein rumgetanzt sind. Hatte ich auch kurz das Gefühl. Du fragst die Leute erschießen und jetzt fällst du mir so neben. Das ist, naja, ist vermerkt. Ja, wir haben Burner nicht angefragt, aber unwahrscheinlich während Corona. Wir wollen nicht mit externen, also wir wollen jetzt keine Leute gefährden, dass sie zu uns kommen. Eigentlich wollen wir uns ja nicht gefährden. Und wir wollen uns auch nicht gefährden, also beides. Also andere Menschen sind uns eigentlich eher egal, genau, es geht eigentlich echt nur um uns. Die Mini-LAN wird, ja. Wir sind Egoisten. Genau, die Mini-LAN wird so komplett internes Ding. Deswegen ist es auch Mini. Genau. Ich hänge hier irgendwo fest. So wie Matteo, hinter dem Bildschirm. Danke. Er ist auch Mini. Ich bin ready, Leute. Ich bin sowas von ready. Bist du da wie so ein Schluck Wasser, Matteo? Oder wie so, bist du da so abgetaucht? Nee, weil ich den Monitor hochgezogen habe. Weil ich, wenn er so auf der Höhe ist, kann ich krass aimen. Ah, okay. Gold, Valorant Gold Aim. Yoshi, hast du dich schon gerankt in Valorant? Ich habe nicht mal 30 Matches in Valorant gespielt. Brauchst du 20? 20 braucht man. Achso, auch die habe ich nicht gespielt. Wie liefen eure Ranks denn? Richtig stark. Also wir haben einmal richtig hart auf die Fresse bekommen und zweimal nur so halb auf die Fresse bekommen. Wie schlecht. Also bevor wir im Stream gespielt haben, lief es gut. Dann im Stream lief es nicht so gut. Das Problem bei der Rank ist aber auch einfach, also ich auch da niemanden habe, mit dem ich richtig zocken kann. Und das Game alleine halt irgendwie auch so semi-fun macht. Ja. Glück. Es gibt richtig viele Leute, die zusammenspielen immer. Ja, komm auf. komm wieder nach. Also ich hab so ein paar Leute, die spielen, aber die sind entweder schon so gut und weiß ich nicht. Du meinst uns, oder? Ein Big Red Mine, ne? Gut. Ich hab einen Schlüssel für oben. Oh ja, ich komm mit. Let's go. Wie wir aussehen, ey, wie so eine. Das ist so eine richtige Skeff-Truppe, ja. Und die Skeffs sind sogar besser ausgerüstet als ich, ohne Scheiß. Aber Theo, du hast viele Magazine. Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, ich habe einen Griff gefunden. Ist schon GG. Lass raus, bitte. Hat den Alpha und liegt hier irgendwo hin. Ja. Ich glaube, ich habe was Gutes. Was hast du? Auch ein Griff. A set of tools und ein. Oh, warte mal. Sieht auf jeden Fall cool aus. Ich nehme jetzt wirklich jeden Crap mit. Sneakers! Der Schissen hier so. Den ich gebrauchen kann. Ich weiß nicht, irgendwas gesilenced ist, aber ich weiß nicht was. Ist hinten bei uns und einer in der Halle drin? Innen ja, ich bin in der Halle drin, loote da. Okay, okay. Ich dachte, du wärst auch mit oben drin, deswegen. Ich schieß nicht. Ist draußen, oder? Ich schieß auch nicht. Ich schieß. Ich weiß nicht, ob es ein Scaff war. Okay. Hinten bei dem blauen, wo man reinkommt. Ich weiß nicht, ob das bestimmt. Ich weiß, was du meinst. Bist du oben fertig, Leon? Ich bin unfertig. Das Medkit. Ich bin raus, ne? Ja, ich muss eben ein Magazin durchladen. Okay. Draußen noch mehr rein, oder? Ja, pass auf. Ich weiß nicht genau. Lauf da jetzt nicht alleine bitte raus. Wir sind alle in der Halle drin, ne? Wo seid ihr genau? Ja, wir kommen gerade die Treppe runter. Ich stehe am Seiteneingang, bei der roten Box. Wo ist Yoshi? Und schieß hinter mir. Okay. Wir sind links vor euch, Matteo. Da wollen wir raus? Ja, können wir raus. Können wir Richtung Leiche gehen, von Yoshi? Ja, ich glaube, es war ein Scherz. Ich sehe den da hinten. Leiche oder den Typ, der lebt? Die Leiche. Die Leiche. Da vorne beim blauen Geheck. Ja, Leiche sehe ich auch. Wir sprinten hier immer so ein bisschen an. Oh, hier ist ein Gast draußen. Hier redet noch was. Auf dem Parkplatz, drüben. Ich guck mal hier links durch die offene Mauer, ob ich jemanden sehe.
Ein Hit, der rennt weg. Hä? Das ist ein PNC, der läuft. Glaube ich auch. Seid ihr rausgekommen gerade? Ja, ich war raus. Ja, hatte den. Der ist gestorben. Nee, das war nicht der Leon. Das war der, hat den Scaff-Backpack, Matteo. Zum 90%. Der hat einen Scaff-Backpack an. Was hat er? Ja. Ah, okay. Sorry, das hab ich nicht gesehen. Dann alles gut. Im Grunde. Geil, der hat einen Rick. Geil, der hat einen Rick. Ich hab mich gerade zu 100% verbessert. Der ist später gestorben. Ich hab dir nur einen Hit gegeben, aber die M80-Munition ist sick. Nur schon verblutet oder sowas. Ich kann mal hier nach den Schlüsseln gucken. Na, no, das kann man dann in Richtung mit, falls irgendwer ist. Geh mal runter mit dir. Da ist ein G-Desk-Key drin, was auch immer das bedeutet. Der ist für die Dorms. Hm. Kannst mitnehmen, wenn du magst. Okay, ja. Ich stehe bei dir unten dran, Matteo, nur dass du dich nicht erschreckst. Hier sind noch Pillars und ein Quicken drin. In der rechten Jacke. Wenn jemand möchte, ich habe keinen Platz mehr. Ja, ein 105er Key habe ich gefunden. Okay, wir kommen jetzt zu euch beiden. Na, no, vielleicht sollten wir eher zu euch gehen. Okay, ihr kommt zu uns beiden. Wir gehen schon mal zum Zug, Sina. Warum habe ich PS okay. Schon mitgenommen? Das war ja voll Fail. Wo ist der 105er Key? Hä? Da oben. Wir warten vorne beim Zug. Ja, ich bin jetzt hingelaufen. Ich wollte eigentlich nur das Auto checken. Mach ich mal ganz kurz. Ich hole euch dann schon auf. Ich bin sicher, Matteo. Eigentlich nicht, aber. Du klangst auch gar nicht so überzeugt davon. Saleva. Augmentin. Ich rieche ja Englisch. Ja, ne, was du am Anfang auswählst, du Nusek oder. Gunpowder. Zippo, Alter. Bieren. Nice! Jetzt lass mich überlegen. Matteo, wir warten auf dich. Ich komme. Ericciadi. Komm doch. Wir fahren sonst ohne liegt dich. Hier liegt jemand. Ich erschieß den, okay? Okay. Bam. Komm. Bin da. Dann geht's los. Auf ein fröhliches Abenteuer. Viel Spaß. Das ist so laut, ne? Oh. Ich hab keinen Kopfhörer an. Was haben wir da? Weil das so neblig ist. Ich kurz mal. Keine Kohle mehr für dich, junger Mann. Sowieso nicht nach 10 Uhr. Ich bin an der Seite, die. Ach, Matteo verabschiedet sich wieder vom Sport. Ich bin direkt über euch. Matteo macht ein bisschen sein Single-Ding, was wenn er angeschossen wird, dann dürfen wir kommen. Mhm. Davor ist es so. Das Problem ist, wir werden Matteo mit dem Scaff verwechseln, wenn wir ihn sehen. Ja, ich sehe wirklich so aus. Oh. Aber ganz ehrlich, die Scaffs haben meistens eine Body-Armor an. Bei uns ist das Sniper Scaff. Visiere ihn an. Oh, Sina, das ist dein Kill. Von auf dem Dach. Von auf dem Dach da oben. Oh. Was? Das ja. Wird nix, sag ich euch. Hast du ihn fast, Sina? Hä, hab ich nicht? Nice. Quest. Ich komm jetzt zu euch gerannt. Ich hab sogar ein Geräusch, weil ich die Quest gemacht habe. Ich komm jetzt hier oben. Ja, wo ist denn das mit dem Schneller? Seid ihr? Wir sind vorne am Pampfer. Ich bin an der Bushaltestelle. Bushaltestelle bin ich. Pampfer. Bushaltestelle bin ich. Sina und ich gehen jetzt weiter Richtung Dorf. Ja, das glaube ich. Wo kann ich denn das schnell nachladen wegbinden? Eine Option. Ich bin hier. Ah. Hallo. Hört die Bitte! Oh, ich kämpfe euch. Du hast deine Rede an der Knopf. Machst du gerade im Busch?
Matthias, was hast du mit dem gemacht? Der hat vielleicht Familie. Ich habe M80 Munition. Ich zerstöre alles. Kannst du immer looten. Die spawnt immer. Hallo? Seht ihr das? Bist du das? Irgendwer von euch einer, der sich mit einer Dingens dreht? Mit einer Sniper gerade? Ich hab Angst. Was? Oder warte mal, ist das, ich glaube, das ist auch ein Scav. Das ist ein Scav am Zaun. Okay, ich bräuchte dir Hilfe. Bist du das? Ja. Das bin ich. Da hinter ist ein blauer Helm. Gerade? Ja, blauer Helm ist böse. Ich pushe ihn nach vorne, schieß mich bitte nicht in den Rücken, ja? Okay, wir sind. Auf Brot und Teile mich. Wir und ich sind irgendwo rechts von euch. Matteo, bist du vorne am Zaun gerade? Ich bin am Zaun, ja. Okay, wir sind Zaun. Rechts hinter dir. Warum sehe ich hier keinen? Na, der ist halt da unten weggelaufen, glaube ich, Matteo, pass auf. Nach unten, okay. Ja. Unten, okay. Ich gehe nach unten. Ich bin hinter euch. Ich gehe nach unten. Ja, der ist hier. Hat mir gute Hits gegeben, ich blute. Ja. Ich blute nämlich auch schon. War nicht über eine Schusslinie laufen. Hab ihn. Ja, sorry. Nice. Ja, warum? Ja. Ich bin überrascht. Oh, sind echt alle überrascht. Meiner. Sehr stark. War das ein Scav? Weil der hat übel gut getroffen. Scav, ja. Der hatte Bock auf Krawall. Oh, Schüsse. Schießt noch was. Ja, ist weiter weg, aber. Oh, ein Pitno. Darf ich die mitnehmen? Ausnahmsweise. Ich hab die gleiche. Nice. Direkt doppelte Waffen rausgeholt hier. Nice. Und auch sind wir nicht draußen. Ich würde schon fast gerne raus. Seid ihr ja nicht alle. Ich bin hier vorne. Ich bin an der Wand jetzt zu Construction. Ich rede mal. Am Durchgang. Ich rede auch mal. Ich rede nicht. Ich rede nicht. Hallo. Sieh dann jetzt den blauen Helm auf. Ja, ich hab den blauen Helm. Will jetzt nicht mehr auf den blauen Helm schießen. Lass nicht mich töten. Wie geil der Regen auf der Wache aussieht. Ich rufe ihn auch. Ich lieg an so einem Typen dran. Leon. Warte. Wo liegt er? Komm doch. Also wir schießen auf alles, was sich bewegt hier. Ach, da hinten kommt einer. Okay. Und Joshua geht vor, der hat einen Armor. Ich freue mich. Wir könnten. Darf ich meine Armor flicken? Nee. Wir könnten Old Gas gucken, ob wir rauskommen, ne? Ja, können wir probieren. Old Gas war mega dangerous, okay. Egal, hab doch raus. Er ist vor uns, geschlossen. Vor uns. Tot? Nicht tot? Noch einer? Tot? Tot. Aber wer hat den ersten geholt? Ich hab den ersten. Der war heftig. Den zweiten nicht, glaube ich. Aber nicht sicher. Den hab ich auch geholt. Nee. Tipps auf beide Leichen. Kann man das sehen? Tipps auf beide Leichen. Nee. Hallo. Ich will den schmeißen, so gut. Wie mein Loot. Auf Anche weg. Wie da liegen die Looter. Ich loote woanders. Er hat nur einen großen Backpack, wenn er noch irgendwer noch keinen hat. Ein Scav-Backpack. Ich bin im L, hol mir die Tasche hier mal. Warte mal, hä? Warum wird mir die Shotgun als Quest angezeigt? Also auch von der erste von Leon war der auch schon gut. Ganz gut? Der war schon ziemlich sick, würde ich sagen. Der war in Ordnung. Was? Oh, links! Oh. Was? Hab ich? Nicht? Bitte hol ihn nicht, flickert mein Arm. Gut. Dankeschön. Hier liegt einer im Gras, darf ich ihn erschießen? Nein, hör jetzt auf. Irgendwann machst du es wirklich noch. Wo ist der Tote? Wo ist der Tote? Da hinten sind wir, in die Richtung, guck mal da. Du verarschst mich, wo ist der? Weiter! Der hat sowas von der Terror Labs Key gehört. Ich sehe es jetzt schon. Lina, Finger weg, das ist meiner! Oh, 5000 Rubel. Matteo, wo bist du denn abgeblieben? Bist du ein bisschen weg von der Gruppe? Ich bin im L, ich komme jetzt zurück zu euch gerannt. Was hast du im L gemacht? Gelootet, in der Tasche. Ganz gut. Okay. Schmutz, der hat ja nur Dreck. Tja. Ich laufe weiter vorne zum blauen Zaun. Irgendwie doch jetzt, ich finde die Hunter jetzt noch geil. Ach, für ein Magazin hast du genug. Ja. Ein Fünfer. Okay. Einmal ein Hier-Test, wer ist da? Wer fehlt? Hallo, hier. Hallo, ich bin da. Guck, das Scav. Gut. Boah, der andere schießt auf mich. Ich dachte auch, das ist jetzt aber risky, was du machst. Ich hätte den jetzt nicht als... Hallo? Hallo? Wo seid ihr denn jetzt? Da sind wir. Hallo, stoppt ihr. Ja. Na? Jetzt hab ich mein Tier wieder verloren. Ich bin ganz vorne, Leute. Ganz vorne. Kannst du weiter looten, der hat nichts. Der hat ja gar nichts. Ach so, jetzt lässt du mir das. Ja, hier spendet einer vorne, oder? Sammelmunition. Das wird Yoshi, oder? Was denn? Nein, ja, ich bin das hier. Okay, alles gut.
Jetzt, wo seid ihr? Wir sind weitergegangen. Und hier vorne in dem Loch. Durch die Tanks, durch. Links hinter dir, andere Richtung. Ja, hier. Mhm. Also ich hätte den Factory Key mit, falls wir da vorne durch wollen. Skaff vorne. Ich bin tot? Hä? Was? Was? Also ich habe rechts an dir vorbeigeschossen. Also ich habe wirklich weit an dir vorbeigeschossen und du bist im gleichen Moment umgefallen. Ich habe wirklich nicht auf dich geschossen. Okay, okay, okay. Ich guck mal. Aber wenn das dich getötet hat, dann ist das Server einfach RIP. Der ist hier draußen. Das muss ich den Skaff noch konzentrieren. Der ist hier irgendwo vor uns, Sina, ja. Ich habe halt gestanden. Nee. Hab ich dich getötet? Nee. Danke. Alter, du wurdest von dem Skaff aus dem Leben geschottet. Der hat mich einfach geone-shottet, obwohl er nicht mehr einfach auf mich war. Ich war in dem Loch da drin. Keine Armor hast. Oh Mann, Leute, ey, das ist so asozial, dass ich. Ey, ich war komplett vollgelootet. Nice. Der scheint hier einfach im Busch, Frechheit. Du hast einen Skaff-Spieler? Ich will nur kurz gucken, ich loot das Zeug nicht weg. Nee, war ein Skaff-Bot? Hä? Oh Mann, ey. Von einem normalen Skaff werde ich aus dem Leben geknallt. Das gibt's nicht. Der sprintet hier? Der hatte einfach gar nicht. Ich. Sprintet hier? Wer sprintet hier? Bist du denn überhaupt, Leon? Wo ist denn Matteo gestorben? Ich lieg Matteo. Ich saug ihn schon näher. Ich muss mir echt Rüstung kaufen, ey. Ja, hol dir die Zweier, die reicht, dass du zumindest nicht gewonnen wirst von den Scaffolds. Ja. Hast du ein Headshot, oder? Nee, es war Thorax. Das ist traurig. Wie hat denn der Thorax mich geone-shottet? War der M80 geschossen oder was? Vermutlich. So weit so wie du? Oh. Sina, bist du hier gerade mit mir in der Leiche? Nee, ich war das. Ich hab mir die Screenshots genommen. Ich war komplett. Ah, okay. Mhm. Komplett voll gelootet, ey. 150. Ja, das sehe ich. Bin sehr froh darüber. Oh, Mann, ey. Ich hatte richtig coole Sachen sogar dabei. Ja, waren echt gut. Mal, vor allem, wie schnell ich mich hochgelootet hatte, das lohnt sich total. Ja, das war richtig gut. Okay, bin ready? Ja. Mann, das geht runter schnell, okay? Dann den blauen Helm hinterher. Erstmal hast du dir erstmal was in die Weste gekippt. Trinken. Hauptsache hydriert. Egal wo es ist. Das ist nicht im Bus. Ey, ich lasse Yoshi wieder vorgehen. Danke. Wir sehen, wer der vorgeht, stirbt. Ja, Vorsicht, in dem Saft, der hat da schon rausgetrunken. Ne? Hm? Vor allem, ich hatte auch diese geilen, Snacks, die so viel wert sind, diese bunten. Ah, die Emilia. Genau, dann hatte ich. Mann, ich hatte so viele coole Sachen. Also, es war echt krass. Ich habe genau in dem Moment abgedrückt und dann wurdest du auch ein One-Shotted. Ja, aber vor allem, ich hatte ihn gar nicht gesehen. Der war nicht auf mich aggro, dachte ich. Ja, der war voll aggro auf dich. Aber warum? Wo war der denn überhaupt? Der war vor uns, hinter dem Zaun. Maschendrahtzaun. In the morning. Boah, ich muss viel mehr scaffen, ey. Aber das Gute ist, ich kann jetzt immer scaffen, wenn ich als erster sterbe. Das ist heute, glaube ich, auch passiert. Also eigentlich keine Arme. Wir können weitermachen. Wir kennen uns gar nicht. Stimmt, ich bin mal gierig. Ist der draußen? Nee. Oder eine Kitasa, nimm die mal von euch mit, ich hab keinen Platz mehr. Was hat der? Eine Kirasa. Was ist das? Eine Armor und 3 Armor. Die kann man ganz gut reparieren noch sogar. Die hat noch relativ viel Value. Wenn ihr uns Slot frei habt. Ich die Schlüssel sogar, ja. Das ist richtig vorbereitet. Alles. Nimm mal die Kiste hinter dir. Boah, was hier drin ist, krass. Da werde ich mich ärgern an deiner Stelle. Ja. Was ist denn da drin? Ja, das ist schon. Puh. War da ein Orangensaft drin? Nee, ein leeres 20er Magazin. Hey. Du bleibst aber auch einfach fest angewurzelt mitten in der einzigen Dinge stehen. Old Gas kommt oben drüber gelaufen. Ja, ich hab's gesehen. Da steht er. Ja, hol ihn. Okay, der lagt ein bisschen. Ich hab einen, der Boden lag. Was wir hier lang, Sina? Okay. Links da, oben drauf. Links oben ist. Aua. Ich bin hier alles gerade. Und ich hinter euch. Du hustest hier oben, kann das sein? Ja. Ich spreche ein bisschen ab. Ja, alles gut. Hier links vor uns können die sein. Ich hab eingedauert. Ja, 100 pro Player auf jeden Fall.
99. Einer liegt da oben drauf tot, ja. Einer liegt da oben. Ich höre links irgendwas röcheln. Oder was ist das? Leon. Okay. Ja, kein Plan. Wie machen wir das denn am besten jetzt hier, die man? Ich leg mich da oben drauf und du direkt. Aber die sind bei. Hab einen. Oh, hi. An der Guest Station dran. Drin? Hier dran. Das sind Skeps, glaube ich. Hab noch einen down, das sind nur Skeps. Bist du gerade unter uns gelaufen? Warte mal, bist du das hier oben? Ich bin heute oben bei euch. Du liegst da dran, der Leiche, ne? Ja. Hat ein PMC? Der hat eine VSS. Das war wieder knapp, Leon? Ja, was? War das ein PMC? Das war ein Skeps-Player. Okay. Hallo VSS, komm im Team. Wollen wir jetzt dann mir runtergehen? Okay, du bist schon. So, wir können auch immer sein, Sina, ne? Mhm. Ist offen oder zu? Ist zu, ne? Ist zu. Ist zu, hier können wir gar nicht raus. Wir können sie die Leichen noch kurz looten. Okay. Hier liegen richtig viele Jungs rum. Okay. Oh, der hat einen lecker AK. Nächste Seite. Oh. Hallo, ich bin's. Der Lootschwamm. Du röchelst dir aber auch einen zurecht, Leon, ne? Ja, sorry, hat eine harte Vergangenheit. Ist offen! Ist gerade aufgefallen? Ich hab mir gestern auch schon, ich glaube, das haben wir noch nicht gesehen. Okay. Ich hab eine Maske angezogen. Guck mal, wie gefährlich ich aussehe. Krass, halt, echt. Zeig mal. Ich glaub's kaum. Ehrlich. Nur dein Röcheln ist nicht so ganz gut. Mit der Maske richtig gut, mit dem Röcheln. Ja, oder? Jetzt ist top. Geht's hier raus. Ich hab eine Granate, soll ich die werfen? Nein, wo muss ich hin? Ach hier. Ich sehe gar nichts. Ach, ich hätte schon witzig gefunden, was ich sagen, wenn sie so geworfen hättest. Dass wir alle drin unten sterben. Ja, nee, dass nur sie da am Ende stirbt, die ist mit reingelaufen. Ach so. Nee, das finde ich nicht lustig. Ja, dann sterben wir alle. Ach komm. Ach komm. Ich auch einmal fies und jetzt kannst du mir auch mal Rücken geben. Ja, nee, das mache ich prinzipiell nicht. Ich merke das schon, ja. Also, ich fand es vorhin voll süß, wie lieb du warst, als ich in den Stream bei dir kam. Ja, ich bin auch nett. Ja. Du bist nicht nett, das ist das ich Ding. Ich hab drei Scavs getötet. Ich kann auch nett sein. Außerdem wollte ich auch was von dir. Was? Was oder war ich da noch nett? Was wolltest du denn von mir? Ach nichts, komm, ich möchte das jetzt hier nicht. Ich hab schon wieder vergessen, du hast mich irgendwas gefragt, ob wir irgendwas spielen wollen oder so. Ah nee, ich weiß wieder, was ich... Ah ja, ich weiß wieder. Ja. Ich weiß es wieder, Yoshi, ich weiß es. Ja. Ich weiß es. Ja. Ich hab's nicht vergessen. Ah, freut mich, Ich war nur kurz nicht mehr... Nicht mehr. Ich habe 7 Leute geholt. Yoshi, ich hab's nicht vergessen, ich schwöre. Mhm. Yoshi? Das ist wirklich in Ordnung. Yoshi, jetzt ist mach nicht diesen. Yoshi? Man ist irgendwann abgestumpft, weißt du? Yoshi, jetzt mach nicht so. Ich hab's nicht vergessen, ich schwöre es. Ich hab meinen Mamba, mir geht's gut. Kinder. Ja. Mamba? Ich bin gerade auf Factory alleine. Okay. Und ich hab ein Paracord dabei und ein geiles Holo. Oh oh. Der Junge wird sowas von sterben. Theo, du machst das, ich glaube. Der ist quasi schon RIP, der Junge. Und Theo, du bist geboren für Factory. Das ist quasi dein Leben. Ja. Kriegst Matteo aus der Factory, aber nicht die Factory aus Matteo. Wie ich gemacht habe, ich habe meinen Paracord weggeworfen. Okay, wie hast du das denn bekommen? Frag mich nicht, keine Ahnung. Warum hast du das gemacht? Ich hoffe, es liegt in dem Typ. Glaube ich aber nicht. Nein, in dem. Nein, ich hasse mein Leben. Liegt dann hier unten in dem Typ. Kann ich aber im Chat aufgepasst? Nee, ich hab gerade das umgeschaltet. Achso, du warst bis eben noch auf was, okay. Nee. Also, ich bin bereit, sobald Matteo raus ist. Ja, genau. Ich mach auf bis dahin noch. Da liegt's. Er hat es. Pock. Wieso machst du immer Sachen in andere Rucksäcke und nimmst die Rucksäcke nicht mit hier? Eine gute Frage. Komme ich hier zu Camera Bunker Door? Nein. Ja. Theo, tick-tack, ne? Tick-tack.
Also ich muss sagen, ich habe gerade Dick Plus gemacht. Nehmen wir an. Jo. Oh, der Cheeky Brick hat mich komplett erschreckt. Oh, geilerer Rucksack. Also ein Team fast 3 Millionen. 3 Millionen? Stash Value? Fast 3 Millionen, Sina? Ja. Stash Value oder Raw Cash? Oh, ich krieg mir die Hose, ey. Overall. Of all also, items in the stash. Du bist aber echt verrückt, muss ich sagen. Ja, und dabei sieht das aus wie... Puh. Ja. Bei mir. Genie beherrscht das Chaos. Du schieb ihn da nicht! Okay, ich benutze ihn. Oh, Alter. Leila, wann baust du den? Achso. Hier, bitte. Geht ruhig. Das Hideout aus. Ich möchte mal Theodor jetzt auch nicht ablenken. Was, ja, ne? Quatsch, den kann nichts ablenken. Der ist der Fokus selbst. Okay. Also, ich hab schon angefangen, den Hideout auszubauen, aber. Dann muss ich jetzt erstmal ein bisschen weiter questen. Die Trader ein bisschen leveln. Achso, okay. Aber ich mach es immer so steady nebenbei. Ja, die Sachen zum Ausbauen dauern ja, braucht ja irgendwie Zeit, habe ich gesehen, ne? Das ist so wie. Hm, genau, ist ein bisschen so ein Handygame. Browser-Handygame-mäßig, genau. Genau. Fängst an, es auszubauen und dann ist es irgendwie 24 Stunden später fertig. Kann man sich dann immer irgendwie Diamanten kaufen, damit es schneller fertig ist? Nee, aber du kannst dir so Zigaretten kaufen, die ganze Zeit rauchen. Und die Zeit schneller vergeht. Achso. Ja. Naja. GG, Matteo. Das war der erfolgreichste Run seit 80 Runs bei mir. Sagen wir seit 70. Es sind manchmal auch die kleinen Erfolge. Ich habe halt einen Paracord rausgezogen, drei Waffen. Das ist leider nicht mehr so krass, wie wir es weiß, in ich weiß. Haben, ne? Trotzdem ist es mehr wert, als immer zu sterben. Das ist wie korrekt. Der Emilia. Irgend so ein Ding. Emilia ist echt so dein Girl, oder? Das ist dein Girl, das ist Naschen. Übrigens 1 Million von diesen Lower-Half-Masks. Also, falls die Quest irgendwann kommt, bin ich ready. Und wisst ihr, was das Geile ist? Ich habe jetzt. Weißt du, welche Quest das ist? Nee. Das Mustache. Welche? Punisher. Ah, okay. Für den Epsilon. Ja, aber nicht. Die kommt nicht so spät. Die haben ja schon mal. Ich musste ja schon mal machen. Ich musste die schon mal machen. Das ja, beim letzten Wipe. Genau, ich meine, die kommt irgendwann. Ja. Ja. Hä? Was? Was ist los mit dem Mann? Ich werde die Waffe, die ich jetzt habe, immer spielen. Ey, lass. Oh, ich mach, glaube ich, immer. Das ist immer gut zu sterben, weil da habe ich wenigstens Equip für die nächste Runde. Das ist, glaube ich, wirklich gut, den Scav auf Cooldown zu haben. So, ich habe eine Packer. Ich bin besser ausgerüstet als vorher. Wenn es ja wirklich nur um Geld geht, um nichts anderes, dann muss da halt echt Shoreline am besten gehen mit dem Scav, finde ich. Mhm, Shoreline ist, glaube ich, echt gut. Weil da wirklich super viel Loot rumliegt. Okay, ich würde sagen, ein Run noch. Was? Warum nur noch einen? Ich bin schon ziemlich müde, muss ich sagen. Oh, ich muss auch. Ich wieder alleine. Ja, kannst du ja. Du hast Yoshi, du bist hier alleine. Ja. Yoshi hat so einen richtig abgefuckten Schlafrhythmus. Ich bin halt einfach nicht mal annähernd irgendwo dran an Level 15. Ja, deswegen. Yoshi hilft dir, der ist okay, dein Yoshi. Mann. Okay, Yoshi, okay. Ihr könnt so ein bisschen bonden heute, weißt du? Das ist wie wenn man. Ich will leveln, ich will nicht bonden, ich will leveln. Das ist wie wenn alle die Party verlassen und dich irgendwie mit irgendeiner Person alleine lassen, die du nicht kennst. Und dann, so diese unangenehme Stille dann erstmal so herrscht. Und nach einer Stunde oder so fangt ihr dann irgendwie plötzlich an, miteinander zu reden. Zu reden, okay, ich hab schon gedacht, komm, was anderes. So, nee. Also. Miteinander nackt die AK zu präsentieren und so. Sina, alles klar. Hey, aber das hast du vorhin gesagt. Okay, Sina. Interessante Gedanken, die gerade hat. Ich habe es heute Abend noch nicht gehört von irgendwem. Sina hat sich anscheinend eingebildet. Ja. Weiß auch nicht, was ich zu sagen habe. Wollt ihr nochmal Customs oder was? Sina hat das jetzt ist eine. Mir jetzt egal. Seine Customs, würde ich sagen. Ja, es ist. Ich müsste Factory. Du müsstest Factory. Wir können auf Factory gehen. Was musst du denn in Factory machen? Ich muss das Teil da abgeben und ich weiß nicht genau, wie das und wo das geht. Deswegen würde ich das cool finden, das zusammen machen. Hast du das schon abgeholt? Ja, aus Customs habe ich das abgeholt. Das liegt in meinem Inventar. Bist du seitdem gestorben? Ich habe so extra aus diesem Quest-Zeug da rausgemacht. Also okay, dann, sehr gut. Hast du es dann jetzt wieder reingemacht? Ich würde es tatsächlich jetzt, wenn wir das jetzt machen, wieder reinmachen, ja. Dann machen wir da jetzt eine Runde Factory und killen den einen PMC. Aber so richtig bösartig. Also wir treiben den so ein bisschen, wie bei so einer Jagd. Okay. Und dann ist er irgendwann in der Ecke eingefecht. Und dann kommen wir von allen Seiten und messern ihn oder so. Okay. Wir lernen ein bisschen wild drauf, oder? Ja.
Freaky. Ich bin ein bisschen übermüdet, deswegen, da kommt das in mir raus. Ja, von mir aus können wir auch wieder los direkt. Okay, ich bin Factory 15 Uhr drin. Aua! Ah! Was war das für ein Geräusch? Und meine Wirbelsäule. Was? Das Geräusch? Ja, ja. Sieh nach. Nein, das war wirklich. Ich hab mich gerade gestreckt und knacken lassen. Leon. Hä? Das war wirklich. Frag Matteo! Ja, glaub wirklich. Aber ich weiß nicht, ob alles von der Geräuschkulisse aus deiner Wirbelsäule kam, aber einiges auf jeden Fall. Deswegen mache ich jetzt mal eine Hüftmobilisierung. Ah! Also ich glaube, meine Hüfte ist mobilisiert jetzt. Oh Mann, ey. Ich hab nichts gesehen. Ich hab nichts gesehen irgendwie. Hat auch nichts gesehen. Ich hab doch wieder deinen Spaß. Okay, ich bin recht. Alter. Ja, das ist echt so eine alte Hexe. Man merkt, dass um 1 Uhr die Klimaanlage bei uns ausgeht, vielleicht. So, schön. Ja, Hüfte mobilisiert, kann weitergehen. Ist die Hüfte noch dran oder ist die weg? Ich habe nur mein Dienstinterface wieder abgerissen. Hey Leon! Okay, der Leon ist kaputt. Ich krieg keine Luft. Hä? Okay, er fängt sich auch gar nicht mehr. Ich kenn das. Ich kann auch nicht aufhören. Okay. Er kommt halt wirklich nicht mehr rein. Guck, hier ist komplett Riff. Oh, mir ist so warm. Ich weine. Oh, Scheiße. Oh, ich esse auch nicht. Oh, Wasser. Oh. Puh. Ich bin bereit zu töten. Es gibt einen PNC. Ich werde mit euch wieder an dem sterben. Warum teilen wir uns euch direkt auf? Wo muss ich denn hin? In der Konzentration. Der läuft denn hier vor? Leon, oh nee, ich hab ja Leon. Nee, ich Ja, ich hab keinen Uli! Wo ist der Leon? Ich hab ihn. Ich weiß nicht, wo ihr seid. Ich weiß nicht. Aua. Wir uns unten komm von der Seite, bitte nicht auf mich schießen. Wo seid ihr? Ich sehe es gleich schon wieder kommen. Ich sterbe, weil ich auf niemanden schieße. Wir sind links runtergelaufen. Runter? Ja. Ich hab einen Step gehört hier. Sina, wo bist du denn? Ich bin hier, hallo. Lass mal zurückgehen. Ich gehe gerade so links, rechts, links, rechts. Wo ja, muss ich zu euch laufen? Ich führe dich. Ich bin hier. Da ist ein Bier. Alter. Ich bin hier. Okay, lass mal sammeln. Ja, okay. Okay, wir sind alle zusammen, gut. War das der eine PMC, der jetzt hier wirklich gespawnt ist, oder? Nee, war's geil. So, Yoshi, du gehst hier die Treppe hoch. Und da oben hast du so ein Wellblitten. In dem Haus da drin, ne? Ja. Wellblättchen. Okay. Da kannst du dich reinlegen und dann Place drücken. Du musst es gedrückt halten. Dann hast du es geplaced. Ja, wunderbar. Dankeschön. Vielen Dank.
Okay, ich bin wieder im Fokus. Leute, ich bin back. Ich habe mir ein bisschen Sorgen, ein Lachgetriebe gemacht. Ich geh die Treppen hoch. Ich geh auch die Treppen hoch. Hier ist jemand hoch! Bin ich, das bin ich, Sina. Sina, beruhig dich. Sina, ganz ruhig. Ich bin das. Hallo, Sina. Ich geh jetzt ins Office. Okay. Ich komme jetzt ins Office von der Bridge. Wo seid ihr? Ich hätte dich eigentlich gerade fast erschrocken. Ich bin oben. Wellblech, Holzblick, fest. Hallo. Bin ich. Hinten ist einer. Das ist ein PMC. Ich hab ihn gekillt. Mann, ich wollte ihn. War kein PMC. Schöner Wetter. Schöner Wetter. Seid ihr oben oder unten? Das war ein PMC. Leute, ich hab den PMC gekillt. Das war Level 1, aber Theo. Ich will den haben! Theo. Ey, war ein clean Headshot. Man tötet keinen Level 1. Ey, wo soll ich denn das wissen? Ich drop mal den. Muss mal, was? Hier läuft was? Die geht gar nicht auf. Warum startet die, macht die Türen auf? Auf Randale tatsächlich. So, unsere Map jetzt, oder nicht? Passiert hier irgendwas? Skeps noch, ne? Skeps und dann Skeps Player später, aber da sollten wir schon raus sein eigentlich. Muss ich für die Quest raus oder muss ich nur das platzieren? Ich glaube, du musst platzieren und dann irgendwann mal raus. Achtung, ich komme jetzt hier. Ich will den looten. Wo ist denn dieser komische, dieser Locker Room, wo dieser Key drin sein kann? Habt ihr den schon gelootet? Locker Room? Locker Room mit einem Key gibt's hier? Ja, da ist so ein Spind und da kann so ein relativ seltener Key spawnen, hab ich mal gehört. Wer rennt hier? Treppe, ich. Wer rennt, nee. Boah, Alter, ich kann mir die Hose leeren, ey. Ich weiß, alle was, nicht rennen. Was du meinst. Ich hab noch einen Customs Key gefunden. Oh, nice. Lass mal auf einigen, dass wir nicht rennen. Das heißt, wenn wir mal rennen hören, dass wir dann wissen, dass es halt. Ja. Okay. Ich gehe jetzt in die zweite Etage und gehe dann ins Bad. Du bist in der zweiten Etage? Nee, auf der anderen Seite. Warte, ich komm jetzt. Komm jetzt ins Bad rein. Das meine ich, glaube ich. Und da ist irgendwo in der Umkleide so ein Spind. Hier gibt es viele Spinde, da kann auch Sachen drin spawnen. Ich bin hier drin, also nicht erschießen bitte, falls ihr. Nee, mach ich nicht. Ich komm jetzt auch rein. Alter, ich habe eine Kondensmilch gefunden hier. Hier unten redet wer? Bei dir? Oh. Ich bin bei dir. Aber ich habe nicht nur kein Lachgetriebe mehr, ich habe auch keine Stimme mehr. Wer rennt? Wer läuft hier vor mir? Ich bin mit in dem Badezimmer. Mit dem wir sind zwei Teams. Unten. Ah, links, ja? Wir sind im Bad. Ich schieße hier gerade. Ja. Ich schieße, ja. Ich bin hinter dir, Matteo. Okay, alles klar. Wir kommen jetzt aus dem Bad raus. Ja, auf die folg mir mal. Mach die Tür jetzt auf, ja. Achtung. Das sind wir. Wir sind im Zweierteam unterwegs. Okay, dann lass uns auch im Zweierteam rumlaufen. Ja. Oh, da drüben hat eine Shotgun geschossen irgendwo. Ist einer von euch? Ladet ihr nach? Seht einer nach von euch? Wir sind hier oben drauf. Tot? Okay, der ist tot. Der Sina ist tot. Nein. Der Sina ist runtergefallen. Sina? Was? Sina ist tot. Guck mal, da ist Sina. Oh mein Gott. Matteo. Das ist Sina. Sie hat nämlich so ein komisches Geräusch gemacht. Ich nehme mir einen Doc-Tag schnell. What the fuck? Den ramm ich mir ein. Alter, guck mal, wie die hier hängt. Sina ist tot. Ich wurde einfach. Ja, ich wurde. Hä? Das stand doch genau neben mir. Das ist das Zeug in Schutz, Sina. Das hat dich getötet, der Schuss? Ich weiß nicht. Hast du mich abgeschossen? Ich hab dich nicht abgeschossen. Ich glaube, die ist runtergefallen, sah es auf meinem Screen so aus. Nein, wurde von dem Skeff, glaube ich, weggeschottet. Ja, ich gehe den Skeff und looten. Leon, ich gehe zu dem Raum, der unter der Bridge ist. Ich gehe jetzt unter die Bridge, bitte nicht mich erschießen, okay? Oh, hier ist ein Skeff noch. Achtung, nicht auf mich schießen, bitte. Ich bin jetzt unter der Bridge an der Wand. Mein Key. Ich hab den gesaved, ich bring den mit. Jetzt haben wir die im Alpha sonst, oder? Oh fuck, der ist hier der Skeff. Da war alles voll. Ich weiß halt, du hinten, Matteo. Ja, das bin ich. Ich loote gerade, ja. Das bin ich. Das bist du also. Alter, wo geht denn das hier lang? Skeff. Ich werde jetzt gleich schießen. Okay, ich bin gleich tot. Ich bin tot. Du bist tot? Wo muss ich denn raus? Wo seid ihr? Ich glaube nicht, dass das einfach nur ein Skeff war. Okay, Matteo, du bist noch auf der Karte, ne? Granate! Okay, Leon, wie bist du. Wie bist du gestorben? Von einem Skeff-Player getötet. Oh Gott, ich bin auch tot. Er läuft hier rum. Lauft ihr beide? Sina? Nee. Ich laufe. Aber ich weiß nicht, wo du bist, Mann. Ich kenne diese Map leider. Unter der Bridge. Oh, du weißt. Ich komme jetzt hier aus einem Raum raus. Ach du Scheiße, was schießt hier? Ich hocke hier in der Ecke. Ich hab einen Skeff down. Schön gemacht. Kannst du mal reden vielleicht? Warte mal, bist du.
bin tot. Ich weiß nicht wo. Nein. Was ist mein Exit? Gate 3. Ich renne jetzt, glaube ich, einfach raus. Scheiße. Scheiße, hier kommen die Scavs rein jetzt. Okay, die Quest hat trotzdem gezählt, Leon. Du musst doch einmal entkommen noch, oder? Also hier steht zwar, dass ich mal surviven muss, aber ich kann sie trotzdem completen. Ich weiß nicht, warum das so ist, keine Ahnung. Aber ich sag nicht nein dazu, ich bin ganz ehrlich. Ich habe keinen Bock, das nochmal zu machen. Ey. Fuck. Immerhin einer überlebt. Ist du raus, Matteo? Ja, ich bin jetzt raus. Super, ja, super nice, super nice. Ja, mein Problem war, ich wusste überhaupt nicht, wo ihr seid, und hab ich irgendein Scap-Spieler wie 8-mal angeschossen. Ihr seid echt eine gute Armor, aber ich wusste überhaupt nicht, wo der ist und wo ich überhaupt hin muss. Und ja, ich kenn Factory 0. Oh, ich hab die Quest fertig. Auch von irgendeinem Scap-Player einfach weggeschossen. Jetzt muss ich dieses Zeug marken. Oh, hab ich mega geschreckt, ey. Okay, aber da haben wir schon mal Dings geschafft. Ja, nice. Wie viel XP? Die arme Sina. Ist das aus, bist du runtergefallen? Ja, wirklich. Ja. Einfach nur einen Headshot bekommen, glaube ich. Ja, wie krass, von so 8 Kilometer. Ja. Was hat er für eine Waffe gehabt? Keine Ahnung. Shotgun war das doch, oder nicht? Ich dachte, für mich auch wie eine Shotgun angehört. Ich habe den auch gelootet. Das war doch der, den ich gekillt habe dann, oder? Das kann sein, ja. Das war dann Shotgun-Scav. Vielleicht wollte der daneben schießen von der AI, aber ein Streuschuss ist in ihr Gesicht geflogen oder so. Das ist echt krass. Ich konnte die Quest trotzdem abgeben, Toscanino. Ich weiß nicht warum. Ich konnte sie irgendwie abgeben. Oh Mann. Ihr wollt jetzt wirklich aufhören direkt? Ich oder bin was? Raus. Oh, Yoshi und du? Ja, ja, nee, weil ich glaube, ich. Ach, ey, ohne Scheiß. Du hast also keine Lust mit Yoshi zu spielen. Es ist 4 Uhr und wir haben morgen ein Meeting. Ah, welches Meeting? Um 15 Uhr. YouTube-Meeting. Da bin ich nicht dabei. Ja, aber ich bin da dabei. Ich würde jetzt eigentlich noch gerne zocken, Yoshi, ne? Aber ich bin. Das ist ein Fehler, wenn ich es jetzt mache. Ich nehm's nicht persönlich. Ich hätte gesagt, komm, wir machen noch eine Scav-Runde. Aber. Oh, warte. Wenn mein Scav ready ist, mach ich noch eine Scav-Runde. Wie du schlafen gehen willst, das ist völlig verständlich. Ich sollte eigentlich ausschlafen, wenn wir ganz ehrlich sind. Also. Ich bin auch schon wieder hart drüber. Warte. Ich guck mal ganz kurz, wie mein Scav aussieht. Jo. Nee, mein Scav braucht noch 3 Minuten. 2 Minuten 50 Sekunden. Nee, wir hören jetzt auf, komm. Wir machen ein andermal, zocken wir mal wieder. Das passt schon. Okay. Tipptopp. Okay. Hat Spaß gemacht, auch ja, wenn ich gestorben bin. Ganz auch schön. Aber gut. So, vielen Dank fürs Mitspielen. Vielen Dank an euch beide. Jo. Das war sehr, sehr schön. Schlaf gut. Und dir auch. Wir hören uns demnächst wieder. Ja. Hoffe ich doch. Euch auch eine ganz angenehme. Ihr beide streamt auch morgen, richtig? Ja, genau. Also. Ja. Dann wenn ihr. Wieso? Ich wollte einfach nur an die Leute. Achso, okay. Suggerieren, wenn sie spielst euch mal. Morgen mit mir EFT. Erinnerst du? Zum Beispiel. Yoshi spielt morgen Abend Horror, habe ich auch mitbekommen. Ja, ich spiele morgen Soma. Ich bin mäßig überzeugt, aber ich muss das als Strafe machen. Weil Matteo, ich habe die Dark Souls Challenge damals nicht geschafft, Matteo. Ganz nicht? Knapp. Oh, nee, krass. Ich bin beim Endboss, bin ich irgendwie 15 Mal gestorben oder sowas, weil ich den einfach nicht hinbekommen habe. Oh, okay. Und dann hatte ich immer 107 Tode oder so. Und dann, ja, trotzdem ja. Mega wenig für Dark Souls durchspielen. Genau, also deswegen check die beiden gerne aus. Ich poste noch die Links rein. Hashtag Werbung. Ich muss noch das Rad drehen fürs Cracks, weil ich bin heute nicht Level 15 geworden und ich werde heute nicht nochmal spielen, glaube ich. Okay. Und an der Stelle verabschieden wir uns dann von euch beiden. Das war sehr schön. Ja. Und wir hören uns. Tschüss. Ciao. Ciao. So. Okay, dann drehe ich jetzt einmal hier. Ein Tag, eine Stunde, zwei Tage, eine Minute, gegenteils. Okay, wir shuffeln einmal. Und los geht's.
eine Stunde. VIP. Kannst du es noch gerade machen? Ja. Scrax, ne? Ja. Scrax. Viel Erfolg und viel Spaß mit deinem VIP. Es wird dir vermutlich im Laufe der nächsten 4 Wochen weggenommen. Ach komm, Matteo, das zählt nicht. Warum zählt es nicht? Was denn? Warum zählt es nicht, Scrax? Ja, soll ich morgen drehen? Das wird ja eh erst morgen weggenommen und morgen wird es vergessen. Dann hast du es noch eine Woche. Ja, mindestens. Ich kenne uns. Du wirst jetzt einen Monat VIP haben. So. Und ich habe an der Stelle auch schon jemanden gefunden, den wir raiden können.